Moin, hallo und willkommen zurück zu My Time at Porsche. Ich bin hier im, im Ödland wieder unterwegs. Ich muss ein bisschen Holz sammeln, weil ich kann nämlich nichts mehr machen. Ich muss nämlich noch ein bisschen was einschmelzen und ohne Holz geht's halt nicht. Und ich kann halt in, ich hätte es beinahe gesagt, im Forst halt noch nichts holen. Weil da ja noch, Wasser gebraucht wird, um die Bäume wieder zu retten in der Baumschule. Muss mal schauen. So, nehme ich noch ein paar Sachen mit hier. So, dann gucke ich mal, dass ich noch so viel wie möglich mitkriege an Holz. Denn ich stecke dann das gleich alles wieder in die Öfen rein und dann bleibt wieder nicht viel übrig, um was zu basteln. Das ist dann wieder ein bisschen doof. So, kann ich jetzt hier runter? Oh ja, ich sehe nichts. Kann ich den... Kann ich nicht. Ich kann den Busch abnehmen, aber das war's noch schon. Das ist ja nicht so viel. Das ist ja doof hier. Okay, die kann ich nicht machen. Dann muss ich mal gucken, dass ich an den Vögeln vorbeikomme. Ich hoffe, ich kann hier noch ein bisschen was ernten. Ohne das... Ah, ich höre ihn schon. Ich höre dich schon. Hau ab. Ich muss gucken, dass ich hier in Bewegung bleibe. Was einsammeln können. Das Problem ist, wenn ich die ganze Zeit gehauen, angespuckt und gehauen werde, hier geht das natürlich nicht. Könnt ihr mal bitte abhauen? Komm her hier. Wow, so, weg mit dir. Ich kann dich nämlich gerade nicht gebrauchen hier. Ich würde gerne noch ein bisschen was pflücken. So, beziehungsweise was farmen hier. Ich brauche nämlich noch mehr Holz. Da kommt schon der nächste. Komm her hier. Kollege. Du auch noch? Au. Das krieg ich schon hier schon auf die Mütze hier. So, jetzt schnell. Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt haut er mir schon wieder einer runter hier. Oh, da ist sogar ein Dicker bei. Das ist nicht so toll. Komm her hier. Bist du, Kollege? Komm her hier. Au! Den habe ich aber nicht ins Gesicht gekriegt. So, der ist weg. Jetzt schnell das hier wegholzen. Bevor die nächsten kommen. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Der nächste ist nicht schon wieder da. Und hinter mir ist auch schon einer. Ich habe ihn doch schon gehört. Komm her, du. Ich glaube, ich spinne. Zum Glück ist das Level 11. Ist jetzt nicht so schlimm. Wo ist der andere? Komm her, hier. So. Ich brauche doch nur ein bisschen Holz, Mann. Ist das denn so schwer? So. Jetzt habe ich gar nicht, kann ich gar nicht sehen, wie viel ich habe hier, ne? Aber ich hoffe mal, das reicht einigermaßen dann nachher. So, hier noch ein bisschen. Ich hoffe, ich kann das noch mitnehmen. Der fliegt da unten, das ist okay. Solange der mich nicht stört, ist alles in Ordnung. Wie spät haben wir es denn jetzt? Jetzt haben wir schon 17.30 Uhr. Ja, ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich nehme so viel Holz wie möglich mit hier. Ach ja, das Geschäft mit Higgins da, also das ist ja auch noch so eine Sache. Ob das gut geht? Ich bin mir da noch nicht so sicher. So, dann haben wir dich auch gleich. Nächster Baum. Das ist gleich alles weg hier, oh Mann. Das Interessante ist, auf der Minimap sind die Bäume noch da, aber hier sind sie halt nicht mehr auf der Map selber zu sehen. So, das ist auch weg. Dann gehe ich da oben nochmal kurz hin. Ich denke mal, dann wird das wohl reichen, hoffentlich. Dass ich die Öfen wieder ins Laufen kriege. Die brauchen so unglaublich viel Holz, das gibt's gar nicht. Ich hoffe mal, dass die nächsten Öfen nachher dann eine Alternative sind. Ich muss ja immer noch rausfinden, wie das mit dem... Da holt schon einer. Wie das mit dem Blutstein aussieht. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe. Da stand beim Steinabbau. Ich weiß nicht, beim Steinabbau in der Mine? Oder draußen? Das weiß ich gar nicht. Muss ich nochmal schauen. So.
Dann nehme ich das noch mit und dann geht's wieder zurück. Die Bäume sind interessanterweise nicht eingezeichnet hier. Okay. Ziemlich kahl geworden jetzt hier, ne? Da fliegt noch einer. Ich weiß natürlich nicht, ob ich die Sachen noch mitnehmen kann hier. Gucken wir mal. Wäre natürlich schön, wenn ich das noch mitnehmen kann. Ohne, dass ich hier im Radius bin. Ich bin im Radius. Na komm her, mein Freund. Ich hoffe, der andere ist jetzt nicht im Radius hier und dann kann ich das noch schnell abholzen. Den Baum möchte ich noch gerne mitnehmen. Und zwar schon nach 20 Uhr, ja, dann fahre ich auf jeden Fall gleich wieder nach Hause. Nicht viel geschafft heute. So. Okay, dann mal ab nach Hause. Volldampf. Ich kann hier noch Sachen mitnehmen, aber das lasse ich jetzt mal alles liegen. Ich will nur noch nach Hause. So, keiner gefolgt? Nein, alles gut. Töff, töff, nach Hause. Ja, 25 Minuten, na gut. Gut, dass ich die Station aufgebaut habe hier, das ist schon sehr viel wert. Ja, ein bisschen Beleuchtung wäre hier schon schön, das stimmt schon. Da hat McDee schon recht hier. So, dann schmeiße ich mal überall noch was rein hier. Auftanken. Jupp. Auftanken. Auftanken. Da war sogar noch was drin eigentlich, ne? Und hier auch nochmal auftanken. Okay, das läuft. Mixer muss ich mal herstellen. Kann ich denn schon anfangen, Mixer zu bauen? Ne, die Schleifklingen fehlen mir. Kann ich denn irgendwas anderes bauen? Wassertank, Kupferrohr, habe ich 6 Stück, das reicht nicht. Eisenbahn wird reichen, Holzdielen, ja, das wird mir fehlen. Die Lager habe ich, Teile habe ich genug, Motoren habe ich, die Platten fehlen mir, die muss ich noch zurechtstutzen hier, ne? Ist hier alles fertig? Kann ich jetzt hier Platten herstellen? Stahlplatten, kann ich eine herstellen? Das ist jetzt nicht sehr viel, muss ich sagen. Was fehlt mir denn bei Dingens? Fehlen da auch Stahlplatten? Oder fehlt mir da Carbon? Oh, ich habe nur noch einen Energiekristall. Das ist aber nicht mehr viel. Carbonstahl kann ich nicht herstellen, Stahlplatten. Das ist ein Problem. Stahlplatten brauche ich 4. Das heißt, ich brauche viel mehr Carbonstahl. Ich habe noch keinen Carbonstahl zusammen. Nicht angeschmissen? Ach ne, da war ja kein Holz drin, ne? 9 Stück noch, Carbonstahl kommt, ja. Eisen war aus? Oder hatte ich noch was? Weiß ich jetzt gar nicht. Warte mal, ne, Holzkohle ist aus. Okay, dann machen wir hier Holzkohle. Das läuft noch beides. Das läuft doch 23 Minuten. Mache ich da Holzkohle rein oder mache ich dann Eisen rein? Eisen wäre kein Problem. Das muss ich dann eh noch weiter verarbeiten, ne? Kohle. Ach komm, wir machen hier mal Kohle. Zack, 25. 20 Stunden, oh Mann, das wird eine Weile dauern. Na gut, wenn ich jetzt noch pennen gehe, ist das morgen Nachmittag fertig oder so? Ja, könnte sein. Dann, kann ich hier noch... Nee, kann ich nicht mehr. Ich habe keinen Kupfer mehr, oder was? Kupferbarren. 2 Minuten und ist fertig, okay. Kann ich noch Kupferbarren herstellen? 10? Jo, kein Problem. 68 Kupfer, also ich muss jetzt bald in die Mine 1 wieder gehen. Und Kupfer besorgen, fürchte ich, wa? Warte mal, wo habe ich denn das verarbeitete Zeug? Was war denn das? Sulfur? Das kann ich hier gar nicht reinschmeißen, ne? Die Barren kann ich hier reinschmeißen. Das war's dann aber auch schon. Ich muss wieder Platz schaffen, sonst kann ich nämlich nichts mehr tragen. Das ist ein bisschen blöde. Das gehört da nicht rein. Holz, das, das. Kristalle. Das gehört da alles nicht rein, das gehört zur Beute, glaube ich, ne? Federn, das, 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 das. Jo, das sieht schon mal gut aus. Dann kriege ich wieder ein bisschen Platz hier. Fleisch kann ich noch wegräumen. Kokon gehört, glaube ich, hier rein. Ne, gehört da nicht rein. Wo habe ich den Kokon? Das Fell kommt da rein. Hier kommt Kokon rein. Okay. Dann habe ich das auch fertig. So, das arbeitet. Das ist in der Arbeit. Das ist in der Arbeit. Gut, ne, da kann ich nichts mehr machen, ne? Hier kann ich auch nichts machen.
Weil ich kein Material habe? Ne, dann kann ich nichts machen. Oh, hier ist noch was zu wegräumen. Habe ich das nicht weggeräumt? So. Okay, und das kommt noch zu essen. Und dann habe ich aber wirklich alles geschafft jetzt hier, glaube ich. Das kommt da rein, das kommt da rein. Habe ich noch irgendwo den Honig? Warte mal, Fleisch hatte ich doch auch noch hier, ne? Da. Ja, so sieht das schon ein bisschen besser aus. Ich habe ja nicht so viel... Ne, ein bisschen mehr Platz schon, aber nicht so viel Platz, dass ich hier alles nachher unterkriegen kann. Ich muss noch mal ein paar Kisten basteln bei Gelegenheit, glaube ich. So. Ja, pennen, schon 23 Uhr. Der Tag ist schon wieder rum. Einmal schlafen gehen, jawohl, ja. Daily Reminder, heute ist das Herbstfest. Ach du meine Güte, das habe ich ja ganz vergessen. Kochwettbewerb. So. Na, habt ihr das gemerkt? Hier, da fehlt was. Wenn ihr das gesehen habt in der Episode davor, hatte ich hier noch eine Kochset stehen. Ich muss da nochmal eins bauen gerade. Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Mist, jetzt bin ich aufgeflogen, als ich es erzählt habe. Mir ist nämlich die Aufnahme in der letzten Episode abgeschmiert. Und jetzt muss ich dann nochmal alles wiederholen, was ich bis dahin gemacht hatte. Und das Kochset, das kann ich nämlich gerade bauen. Oh. Das Problem ist, ich habe nur ein Rezept und, ich kenne mich damit nicht so gut aus. Was brauchte ich denn? Hartholz-Deal? Nee. Ziegel brauchte ich, glaube ich. Ich habe echt schon alles vergessen. Was brauchte ich denn? Eisen brauchte ich für den Kochtopf. Den ich hoffentlich hier rauskriege. Gucken. Nein, da nicht. Alles hier bei Teile. Da. Eine Eisenpfanne. Aber eigentlich ist das doch ein Topf, oder nicht? Ist doch keine Eisenpfanne. Marmordielen. Eisenpfanne und Steinziegel. Marmordielen. Das müssten die flachen Dinger sein, ne? Ja. Okay, das kriegen wir hin. Dann bastel ich das mal zurecht. Mist, jetzt habe ich doch hier... So. So. Fertig. Dann kann ich den mitnehmen und dann kann ich den hier tatsächlich hinstellen. So. Kochen, ja, okay. Das ist ja so ein Kochrezept-Event und, Zumarasbaum, Papaya. Ich kann leider beim Kochwettbewerb nicht teilnehmen, weil ich keine Rezepte habe. Ich kenne mich damit leider nicht aus. Würde ich jetzt pushen überhaupt nicht. Bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass ich da vielleicht doch teilnehmen kann. Aber, da müsste ich mal ausprobieren. 2 Stunden bis zum Ortenfestival. Okay. Während des Korns können dem Kochset Zutaten hinzugefügt werden. Okay. Ach so, ich muss ja noch was mitbringen. Ich muss ja was zum Kochen mitbringen. Zutaten. Was bringe ich denn da Zutaten mal mit? Hier, Hummerschere. Ich habe nichts anderes. Ich weiß nur nicht genau, ob ich das so... Das Autumn Festival. Jawohl, ja. Welcome to Autumn Festival. Competition starts. Place the produce you prepared for the competition on the display table. Wait for the... Ach so. Ich habe ja nichts. Doch, nee. Können donate to the collection pile. When the score reaches a certain level, reward begin. You're cooking. Okay. Kann ich alles nicht machen. Kann ich mal schnell zurück? Ich muss nochmal zurück. Ich muss noch was mitbringen. Schneller! Ich bin so lahm, weil ich keine Dings mehr habe. Kann ich dich ernten? Nee, kann ich nicht. Dann muss ich was aus dem Dings rausnehmen. Gib mal her. Ich nehme... Gib mir einfach alles. So. Ich kann damit aber nichts kochen, weil... Hab ja nichts zum Kochen eigentlich. Schnell zurück. Das fängt jetzt gleich an. Das haben wir es auch schon auf den letzten Druck. 1 Stunde bis zum... Ja, ich weiß. Wo muss ich denn jetzt hier Dingens hinschmeißen? Ortenfestival. Kann ich da was hinschmeißen? Ich habe keine Ahnung. Was soll ich denn da hinschmeißen? Sowas hier? Oder so? Submit and produce. Fleisch. Mehl, Apfel. Habe ich alles nicht. Doch hier, Kopfsalat kann ich da hingeben.
Wie viel soll ich denn hingeben? Gib mal 4. Kürbis? Maximale Donation sind 20. Kürbis kann ich auch abgeben? Kartoffelfrucht? 5. Bambus-Papaya? Ach, kann ich das so direkt machen? Ne, das müsste ich dabei haben, ne? Aprikosen? Roter Pilz, Mausflügel habe ich ja nicht dabei, ne? Kann ich auch nicht donaten sozusagen. Dann, ich kann ja nur donaten, was ich dabei habe. Okay. Interessant. Boah, hier gibt's abgefahrene Sachen. Das sind also die Punkte, die man nachher kriegen kann, oder was? Fisch habe ich jetzt auch nicht dabei. Seeteufel wäre natürlich interessant gewesen. Habe ich leider nicht dabei. Katzeljau wäre auch interessant gewesen. Habe ich immer im Aquarium drin. Seegras hätte ich, kann ich aber nicht. Weil ich nicht mitgenommen habe. Ja, komm, bestätigen. Passt schon. Punktzahl 28, Mann, bin ich schlecht. Was ist hier? We are fortunate to be Portia. Kann ich hier was hinpacken? Nein, das muss ich gleich machen, oder? Okay, ich muss also Sachen, die ich geerntet habe, muss ich dann hinpacken. Ja gut, dann kann ich nicht viel machen. Ich stehe hier ganz vorne. Tut mir leid, ich muss mich hier ein bisschen... Ich dränge mich ein bisschen zwischen. Doch, dann fällt das nicht so auf. Okay. Irgendwas sagt wieder nichts. 28 Punkte habe ich nur gekriegt, weil ich nicht so viel gedonatet habe. Ja, okay. Ich habe halt nicht so viel. Ist ja halt mein erstes Autumn Festival, nicht? Beginnen. Place your entry. Oh, warte mal. Hier eine Kartoffel. Interagieren. Ich kann nicht. Muss ich das hier... Wo habe ich das denn da? Niedlich. Eine Mini-Kartoffel. Alle haben so riesen Dinger. Ich habe so eine Mini-Kartoffel. So niedlich. Dafür kriege ich doch bestimmt nichts, oder? Ja, ja, habe ich gemacht. Niedlich. Ich habe natürlich das kleinste ausgesucht von allen. Aber es kommt ja nicht immer auf die Größe an. Ich hätte hier sowas nehmen sollen, ne? Ich krieg bestimmt keine Punkte, aber egal. Hauptsache, man ist dabei. Ja, das und Dings haben ja echt einen riesen Kürbis. Phyllis ist unterwegs. Let me show you the result of my harvest. Die haben echt riesen Dinger gefarmt hier. Marta hat echt drin. Ich kann zum Harvest-Pile immer noch donaten. Ja gut, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so riesig werden kann. Ich bin bei einer Mini-Kartoffel. Das sieht total peinlich aus. Okay. Wird jetzt gecheckt oder nicht oder so? Oder muss ich noch warten? Ja, ich glaube, wir warten noch ein bisschen. Dann sage ich nochmal bis zur nächsten Episode. Also macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.